wie die Sterne kein Licht hatten. In der Himmelwerkstätte war große Aufregung. Der Engel Maxl suchte die großen Streichhölzer und fand sie nicht. Die Streichhölzer brauchte er, damit die vielen Sterne am Himmel erleuchten. Maxl war zuständig für die Sterne am Himmel, damit sie jeden Abend in ihren vielen Farben erstrahlten. Sie waren einfach weg. Gesucht hatte er unter dem Bett, in der Küche, in der Himmelwerkstätte. Und alle Engel hatte er auch schon gefragt, aber sie waren nicht zu finden. Auf der Erde war der Hirte Andi mit seinen Schafen unterwegs, zu einem Stall. Leider war er mit seiner Herde sehr weit weg vom Stall gekommen und es war schon finster. Der Weg war noch weit und die Tiere waren schon unruhig. Andi versuchte, die Schafe zu beruhigen, weil sie einfach nicht weitergehen wollten und schon ihre Nachtruhe benötigten. Es war so finster, dass der Hirte nicht den Weg fand. Und weil es so finster war, konnte Andreas die Herde nicht mehr zusammenhalten. Er war den Tränen nahe. Denn die Tiere gehörten nicht einmal ihm, sondern den Bauern im Dorf. Er war nur der Hirte, der auf die Tiere aufpassen sollte. Was würden nur die Bauern sagen, wenn er nicht mit ihrem Vieh nach Hause käme? Außerdem war es in der Nacht schon sehr kalt und er hatte einen Mordshunger. Andi war sehr verzweifelt. Als er zum Himmel aufschaute, dachte er, nicht einmal die Sterne leuchten an diesem Abend. Er wusste ja nicht, dass oben im Himmel große Aufregung herrschte. Maxl hatte schon alles auf den Kopf gestellt wegen der Streichhölzer. Nun musste er das machen, was er vermeiden wollte. Er musste zu Petrus und ihn bitten, ihm eine neue Packung Hölzer zu geben. Petrus kannte Maxl schon und wusste, dass er oft etwas verlor. Manchmal schaute er Maxl nur schräg an und manchmal schimpfte er mit ihm. Maxl ging mit Bauchweh zu Petrus und erzählte ihm kleinlaut von seinem Missgeschick. Petrus nahm sich den Engel auf seinen Arm, schaute ihm tief in die Augen. Dann sprach er, du kleiner Lauser, da suchst du die halbe Nacht nach den Streichhölzern und lässt die Erde in Dunkelheit. Du gabst mir gestern die große Packung, weil ich die Laternen anzünden musste. Schnell nahm Maxl die Hölzer und zündete die Sterne an, damit sie hell leuchteten. Wie der Hirte so langsam dahinging und schon sehr verzweifelt war, bemerkte er, wie es plötzlich hell am Himmel wurde. Die Sterne begannen zu leuchten und sie leuchteten besonders hell. Andi schaute schnell, ob er alle Schafe hatte und auch den Weg fand er schnell. Wie er so nach Hause spazierte, schaute er zum Himmel und sah einen stark leuchtenden Stern, der ihm den Weg zeigte. Es war der Weihnachtsstern von Bethlehem, den der Hirte Andi sah. Weit nach Mitternacht kam der Hirte Andi im Dorf an und alle Bauern waren glücklich, den Hirten mit ihren Schafen zu sehen.